Willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Ich bin euer Firobo. Wir gehen zu dem Herrn da drüben. Nur um zu kämpfen. Falsche Taste übrigens. Kopfgeld ist weg. Schon mal ja. Nur weil ich für Athen gekämpft habe. Finde ich gut. Schmeckt mir. Jut, dann reden wir mal mit dir. Wir müssen reden. Ich stehe zu Diensten. Was? Ist das Ich bin jetzt ausgeruht? bereit. Gewiss. Ah. Roxana sagte, die Vorbereitung lief gut. Triff mich hinter den Stadttoren. Die Schlacht wird bald beginnen. Hier los. Sehr frisches Blut. So wie diese Krieger aussehen. Wir verkaufen nur die besten Waren. Okay. Schwert habe ich schon bekommen, Anwärterklinge. Aha. Fertig? Dann auf Wiedersehen. Naja. Eure Ausrüstung macht vielleicht den Unterschied zwischen Sieg und Tod aus. Also stattet euch bei Gernadios mit den besten Waffen aus. Seid bereit! Bald beginnen! Ah, da kommt die Söldnerin! Ups. Wir können beginnen! Ja. Ich habe dann Tür mir umgelegt. Das hat keine Folgen. Wir haben uns hier versammelt für die Schlacht der 100 Hände. Wieder einmal sind imposante Krieger aus der ganzen griechischen Welt gekommen, um ihre Kraft und ihr Können gegen die besten Gegner zu testen. Ob es das schärfste Schwert der Athener Armee ist oder der breiteste Schild, den Sparta aufbieten kann, sie alle stehen hier allein gegen viele. Auf dem Höhepunkt treffen die letzten beiden auf einem speziellen Schlachtfeld aufeinander. Doch nur einer von ihnen kann siegen. Lass die Schlacht der 100 Hände beginnen! Merkt euch diesen Klang. Er ertönt während der Schlacht und verkündet euren Fortschritt. Und nun kämpft! Man wird gefragt, ist es ein Battle Royale? Und 100 Hände heißt dann aber, es sind nur 50 Gegner. Weil jeder hat zwei Hände. Okay. Sogar Loot manchmal. So. Manchmal sogar Loot. Geil. Manchmal habe ich doch Kopfgeld. Ja. Große. Okay. Das zweite ist ein Viertel der Teilnehmer ist tot. Was willst du denn von mir hier? Okay.
willst du denn hier? Junge, ich spam mir einfach mit Fähigkeiten zu. Kultistenweise, cool. Ich krieg gerade ultra viele Kultistenweise. Gefallen. Mhm. Wir haben sie alle umgelegt, oder wie? Schwertern? Die würde ich mit bloßen Fäusten schlagen. Mach das doch mal. Zusammen. Oh, guck mal, ich kann sogar mehrere. Die anderen Teilnehmer müssen irgendwo anders sein. Tja, immer weiter, ne? Und die dann? Welche? Da ist auch noch einer. Was für ein Freewilly? Bleiben. Oh nein. Okay. Ist die überhaupt dazu? Ja, ihr gehört dazu, okay. Und da oben sind aber auch noch welche. Okay. Ist das wirklich hier alle einzeln ablaufen?
The fuck? Ja, gefühlt haben wir schon mehr getötet, ne? Attacke! Mann, ich vertue mich die ganze Zeit. Ja, wir können sogar hin und her. Cool. Das ist nicht mal easy. Dann haben wir auch noch Hunde dabei. Ja. Oder Vogel. Ich will jetzt auf den Berg da wieder hochklettern, lol. Na gut, dann machen wir das mal. Was haben wir denn für Kopfgeld? Nicht mal so einen Schädel, okay. Wegen den Bären und Waffen oder was? Hm. Aber ich muss jetzt dann wieder hin und her laufen, ne? Das wird doof. Das ist dann doch bis jetzt deutlich angenehmer als gedacht. Muss ich sagen. Aber gefühlt muss ich ja jeden umbringen hier. Und vor allem unsere Freundin Roxanne haben wir noch nicht gefunden. Ja, die haben wir noch nicht gelootet gehabt. So. Da haben wir ja wirklich gefühlt alle umgebracht. Diese Leichen. Welch eine Vergeudung von Leben. Ich habe Roxana nicht unter den Toten gesehen. Ja. Wie mächtig all diese Krieger im Kampf gegen den Kult gewesen wären. Stattdessen kommen wir nach Melos und schlachten uns für ein paar Drachmen gegenseitig ab. Ja, passiert. Gibt es einen letzten Herausforderer? Gewiss, den gibt es. Geduld, Cassandra, Geduld. Rede, Drakios. Ist es Roxana? Hat sie überlebt? Der letzte Herausforderer nähert sich. Kommt! Der letzte Akt findet im Schatten des Vulkans im Osten statt. Wird mir ein Mauszeiger angezeigt die ganze Zeit. Glaube ich nicht. Ach da. Unsere Vorbereitung hat sich wohl gelohnt. Ich wollte gerade dasselbe sagen. Genug geredet. Unsere Geldgeber wollen einen Sieger. Bringt es zu Ende. Tja. Wir können die Waffen niederlegen. Wir müssen nichts beweisen. Das ist unerhört! Roxana, nur eine von euch kann gewinnen und die Schlacht für sich entscheiden. Wir müssen uns nicht umbringen. Denk an das Preisgeld, Roxana! Denk nach! Alles, wovon du je geträumt hast, ist zum Greifen nah! Wir können einfach gehen. Nur eine von euch wird als Legende gehen können. Du wusstest von Anfang an, was auf dem Spiel steht, Cassandra. Tu das nicht. So kurz davor. Genug! Warum? Bringt es jetzt zu Ende! Nein. Können wir ihn? Roxana, wir entscheiden, wie es endet. Nicht er. Ich fange an zu glauben, dass es Wichtigeres gibt als Ruhm und Reichtum. Ja. Dann komm mit auf mein Schiff. In der Ägäis warten noch viele Abenteuer auf uns. Du hast recht. Ich komme mit dir. Nein! Ihr müsst die Schlacht beenden. Es ist vorbei, Drakios. Es ist vorbei. Wenn ich es sage, Wache! Alles klar. Ah, Kultisten. Dann ist er vielleicht auch noch so ein Spinner. Ja,
So. Zack. Ups. Das war jetzt... Voller. Komm mal, der Kollege. So. Das war jetzt noch was Sonne. Hab Dank, Helden. Dann sehen wir uns auf meinem Schiff. Ja, ich bin bereit, dorthin zu gehen, wohin der Wind uns führt. Wo immer das ist, erwarten uns Abenteuer. Uns beide. Ja, Ruhm ist nicht alles. Und Geld. Dündödüm. So, Roxana ist meinem Schiff beigetreten. Juhu. Siegerstab in Blau. Wow. Zeug, was ich alles gerne verkaufen würde direkt. Aber ja, Stufe 80 mal noch reicht. So, dann gucken wir uns mal Roxana an. Was ist denn mit Roxana? Wo ist sie denn, ne? Sie ist wirklich. Was macht er? Er macht Ausdauer der Ruderer. Okay. Schwachstellenerzeugung durch Pfeile. Schleunigen und Schub nach Driften. Na, das ist alles so toll. Gut. Ah, wir haben hier noch einen Hinweis für den Kultisten. Okay. Ich folge Deimos in die Unterwelt und bringe meine Horden mit. Okay, dann wirst du halt sterben. Mal behaupten. Nein, nein, enthüllen können wir jetzt aber noch nicht, oder? So, Fähigkeiten. Wir haben einen Punkt. Cool. Wird man das skillen, was wir auch benutzen, ne? So, den Speer haben wir schon. Den Tritt haben wir schon. Das haben wir schon. Das Leben haben wir schon. Und da haben wir den hier. Das komische. Den können wir noch skillen. Den haben wir schon. Und okay, jetzt können wir den ja. Weil wir den ja schon gelernt haben. Den hat 4 Adrenalin. Geil. 4 Adrenalin. So, was haben wir hier? Ja. Das Siegerzeug. Wahrscheinlich. Weil das Zeug, was wir von denen bekommen haben, war. Oh! Siegerachse ist lila. Warum ist die diese. Hä? Wir haben jede Waffe als Siegerding bekommen. Okay, aber die Achse ist nur Gold. Wow. Okay. Ich hatte jetzt erwartet, dass er euch auch zum Kult gehört, aber gut, scheinbar nicht. ATK, sammle Fragmente, jawohl. Die Ziegel müssen wir da machen, das können wir auch noch irgendwann später machen. Nachher, ja, ich habe noch Dingenswummens hier zu tun, im Grunde. Die wöchentlichen Aufgaben und so. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal hier hin, denn hier sind zwei Quests. Oh, ach nee, warte mal hier. Stimmt ja. Ihn hier. Dann holen wir uns ihn. Bam. Der nächste Kultist wird sterben. Die Kultisten werden alle sterben, sterben, sterben. Stirbt die Kultisten. So. Also hat es ja wirklich schon letztes Mal genau gereicht mit meinen... Punkten da. So. Ich will auch mal so. Ich will an so einen Ort einfach dann mit der Drohne einfach so zack, richtig geile Schutz schießen. Das hätte ich jetzt gern. Das könnte ich dich töten. Okay. Ist irgendwie unter mir. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Wo müssen wir denn hin? Ich will da rein.
Wo ist der Eingang? Was auf jetzt? Oh. Da ist wohl der Eingang. Hehe. Genau, falsch gelaufen. GG an mich. Was ist hier noch irgendwie? So, es gibt hier noch einen Zusatzeingang, aber den sehe ich nicht gerade. Ich weiß nicht, wo er ist. Dann laufen wir nochmal zurück. Moins. Moins Eisen. Da haben wir hier doch vielleicht immer noch einen Eingang. Ne, schon mal nicht. Na gut. Dann gehen wir halt hier hin. Hui. So, killen wir die Arschgeige. Die Höhle mit dem endlosen Tauchen? Ach, das war ja schon. Easy. Tja, das war ein Vergnügen. Boom. Einmal sehen wir im Dunkeln. Besser. Ich jetzt mal behaupten. So, gut, ist erledigt. Easy. So, haben wir denn hier noch Aufgaben? Nö, eigentlich nicht. Schade. Haben wir noch eine Aufgabe? Wo gibt's eine Attika? Okay, das ist überhaupt Quest, ne? Quest, ja. Wie man Freunde findet. Oh, das klingt doch interessant. Lasst uns Freunde finden. Was haben wir hier? Herz aus Stein. Gehen wir mal dahin. Schauen wir uns da mal um. Also jetzt die ganzen kleinen Quests machen uns die Zweige. Wenn wir die Zweige abgeschlossen haben, kriegen wir Infos, also insgesamt kriegen wir dann die Infos zu dem Boss, ne? Im Zweig jeweils. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Heißt also. Ah, der ist immer noch mächtig. Hier haben wir dann Infos zu, okay. Der Weise ist ein Mystiker. Der Weise ist schon längere Zeit abwesend. Ist er vielleicht schon tot? Stab des Legendary Waffe. Es gibt einen Kultisten auf der Insel Kyteria. Hilft den Leuten in der Nähe. Okay. Jetzt haben wir dann noch 1, 2, 3, 4. 8, 11, 12, 14. 14 Dinger-Typen noch. Und halt noch die Haupttypen hier. Der Geist des Kosmos. Und das ist nicht er. Kriegen wir denn den Geist des Kosmos auch, wenn wir ihn nicht töten? Ganz doof gefragt. Ein paar neue Schuhe ran. Der Unsterbliche. Ja, cool, wenn es wirklich eine Schuhe geben würde, die ja vor allem unsterblich machen. So, ich wollte. Es bewegt sich. Ich will dahin, aber ich wollte noch zur Tafel. Wegen gewissen Aufgaben. So. Das ist nicht die Tafel. Also die
die Tafel an. Jetzt. Hop. Hop. Oh, ho, ho. So. Meins, meins, meins. So, Quests, Quests, Quests. Kopfgeld, schaut das Ziel aus. Töte spartanische Soldaten in der Griechenwelt. Spartanische Anführer. Spartanische Schwergewichte. Und was haben wir? Sprich mit den Zivilisten. Okay, dann machen wir den. Schauen wir mal auf die Karte eben. So. Ist hier was? Was ist denn hier noch? Ne, da haben wir gegen die Zyklopen gekämpft, ne? Da müssen wir hin. Hier hinten irgendwo. Da. Dann reisen wir da nochmal hin. Vielleicht mit dem Zivilisten, der sagt uns, bitte liefer uns das aus oder so. Und dann machen wir das und dann kriegen wir Rekalkos. Weil wir haben ja nichts mehr, noch Rekalkos zu sammeln. War alles schon gemacht. Puh. Auge des Icarus. Da habe ich auch noch eine Frage zu Fähigkeiten. Icarus Auge. Wir sehen aber nicht, wie krass, ne, der jetzt irgendwie anders ist. Wie viele Punkte brauchen wir denn eigentlich noch? Da haben wir komplett. Da haben wir auch noch 3, 6, 8, 10, 11 Punkte brauchen wir noch. Jetzt bis Level 91 müssen wir spielen, damit wir überhaupt alle Punkte geskillt haben können, Leute. Das ist heftig. 106 Dinger haben wir, okay. So. Was gegebenenfalls noch mal eben schnell eine Sache kaufen könnten wir sogar. Ein schlechtes. Ich will mir zuerst mal ein Zeug verkaufen. Mal noch upgraden vielleicht unsere Sachen. Machen wir mal. Was kann ich für dich tun? Ich möchte gerne mein Zeug verkaufen. Fett. Wohl. Kann ich ein warten mit, ne? Komm jederzeit wieder. Klar sind 4 Level jetzt schon viel, aber was soll's. Level im Schnau. Ich habe deine Nachricht gesehen. Worum geht es? Mein Bruder wurde gefangen genommen von Piraten. Sie fordern ein saftiges Lösegeld. Wenn du genug Drachmen hast, lassen sie ihn sicher frei. Ich fürchte, ich bin leider zu arm, um meinen Bruder wiederzusehen. Das heißt, ich soll dir ein paar Drachmen geben? Ja, jede Drachme kann schon helfen. Nimm das. Wow, und dafür kriege ich auch Rekalkos? 11 Stück sogar? Lol. Das ist ein gerade eine E-Mail bekommen, das ist ein bisschen deprimierend. The Last of Us, okay, das ist jetzt für euch eh schon in der Vergangenheit dann. Aber The Last of Us 2 kommt am 19. raus. Meine Collector's Edition soll erst am 23. kommen. Uff. Das ist ein bisschen hart. Aber gut, so, wir sollen noch das Ziel ausschalten. Ist das ein Schiff? Ich verdreck mich jedes Mal, verdammt. Natürlich ist das ein Schiff auch noch hier hinten. Nervig. Tja. Hier haben wir es in Kult. Upgraden unseren Speer nochmal, wenn wir es dürfen. Ja, gut. Dann soll das so sein. Und dann können wir mal über die Hauptstory weitermachen.
Jetzt verstehe ich aber auch, warum es uns dann halt als optional ist, sage ich mal. Weil es echt dann doch viel Umfang sein muss. Ich meine, die ganzen Typen killen und so. Und Origins war es die Hauptaufgabe. Aber ja. Darum, da ging es ja in der Story um Origins, ja, darum. Von daher. Weil hier gibt's mehr, hier gibt's das komische System aus hier Herr der Ringe. Mit den Söldnern und so weiter eigentlich. Hm. Wir ihn machen Nebenquests. Aber jetzt hat sich das echt aus, dass wir so ein bisschen das wirklich jetzt die ganze Zeit so durchgegrindet haben eigentlich. Knapp. Knappes Ding. Ist jetzt alle hier vorne dieses kleine. Nee, noch nicht, wollte ich schon sagen. Kleines Schiff da vorne, ist das mein Gegner? Ne, ist noch weiter. Wie viel weiter? Warum müssen immer die Schiffe von den Gegnern immer am Arsch der Welt sein? So nervig. Versucht er jetzt gerade wegzufahren oder was? So, ich nutze jetzt einfach meinen Mast als Fadenkreuz. Und deswegen fahren wir einfach da lang. So, das. Zwei Schiffe. Okay. Drei Schiffe. Okay. Wir haben Piraten. Achso, es ist so. Okay. Kopfgeld auf Piraten. Okay. Ich habe die Quest gar nicht gelesen. Naja. Na, komm mal her. Bleib gut. Rampult gegen Rampult. Tja, aber wir gewinnen. Damn, 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 damn. Was geht alle unter? Hattet ihr Spaß, Männer und Frauen? Sehr gut. Jetzt haben wir einen entzündeten Augen da vorne. Das Loot oder was? Oh. Haben wir ja. Na, singt mal ein bisschen was. Sehr schön. So, ich habe den 161. Ja, das ist schon mal ein Schuss. Dann haben wir jetzt hier noch. Die Tage haben wir dafür, okay.
die beiden machen wir dann anders. Was ist ja die DLC-Stories? So, gut, gut, gut. Schiff. Was haben wir für unser Schiff bekommen? Machen wir. Noch was. Cool. Ja, abgegradet haben wir alles. Na ja. Gut, dann gehen wir auf die Karte. Dann würde ich sagen. Hier sind wir fertig. Hier sind wir fertig. Wir gehen wieder hier hin und ja, kümmern uns um die Aufgaben. Machen wir in der nächsten Folge. Also, haut rein. Ciao, ciao. Some days I can't get out of my head. That's just the dark side of me. Some nights it's hard for me to fall asleep. That's just the dark side of me. If you ever, ever call my name, you will find out that we're both the same. When the lights go out, I need to know. Are you afraid of the dark? I'm not afraid of the dark. I am not afraid, I am not afraid. Sick of the oppression and all the hate. Money and the power, social rank. Lot of pride now, not enough loyalty. Had to change my life for the better things. Had to boss up and overcome adversity. I put my brother in position. I know someday see the vision. I'm just living by tradition and I die for my respect. I'm not afraid of the